Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Semicolon Box vom Credibil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Semicolon von Credibil, heute am 14. Dezember erschienen. So sieht das aus. Wir haben hier eine weiße Box. Und bevor wir die Folie abnehmen, lesen wir uns hier noch kurz den Sticker durch. Und zwar lesen wir hier Credibil Semicolon Superhero Deluxe Box. Lampe inklusive Album, Poster, Sticker, Autogrammkarte und Instrumentals. Alles klar. Dann haben wir hier noch einen Hinweis, etwas kleiner geschrieben. 3 AA-Batterien für Lampe nicht im Lieferumfang enthalten. Okay, also die müssen wir selbst zur Verfügung stellen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und zwar am besten hier seitlich. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, okay. Also hier war so eine Seite, eine Hälfte mehr oder weniger mit Papier noch. Wir haben hier einmal das Logo von Credibil bzw. Traumfänger. Hier lesen wir dann noch Semicolon. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, also ich schätze, vor allem der Barcode wird es ausgemacht haben. Machen wir das mal weg. Die Box an sich ist in weiß gehalten. Und dann haben wir hier so einen durchsichtigen Aufdruck, der jetzt hier so dunkelrot durchscheint. Also durchsichtig. Er ist ja so halbdurchlässig. Es ist auf jeden Fall etwas einsehbar. Allerdings ist der halt eben rot eingefärbt, auch wenn das jetzt hier in dem Licht etwas schwarz aussieht, je nachdem in was für einem Winkel man es hält. Dazu kommen wir dann noch. Hier unten haben wir dann ein Loch, also ich schätze mal, hier wird dann das Kabel durchgeführt. Ansonsten ist die Box komplett in weiß gehalten. Was man zur Box noch sagen kann, es ist von der Aufmachung, vom Material her, ja, Kunststoff, also es ist nicht so eine reguläre Karton oder so eine Pappbox, wie man sie kennt. Nein, es ist echt so, ja, Kunststoffplastik. Wir schauen mal hier rein. Und zwar holen wir mal den Inhalt raus. Ich glaube auch, dass diese Seite hier dafür vorgesehen ist, weil man hat hier so einen Eingriff. Jawohl, jetzt ist das Ganze leer. Wir haben hier einmal ein Poster, eine unterschriebene Autogrammkarte. Dann haben wir hier 4 Sticker und natürlich, auch wenn es jetzt gerade schwer rausgeht bezüglich der Lichterkette da, so, das Album an sich. War hier von innen gepolstert bzw. festgehalten in so einem Rahmen, in so einem Papierhalter. Und wir sehen hier schon, diese Lichterkette ist am, ja, auf den Innenseiten der Box festgeklebt. Also es gab schon mal so etwas, ich glaube bei Kraftklub war das, keine Nacht für niemand, da gab es auch schon so etwas hier mit so einer Lampe. Allerdings war das damals nicht festgeklebt, das musste man selber in der Box festmachen, das war so lose darin, diese Lichterkette. Hier wurde uns das abgenommen, hier ist sie schon festgemacht worden. Jetzt würde mich nur interessieren, wir haben hier dieses Modul, okay, schauen wir uns da nochmal im Detail an. Ich erspare euch das erstmal. Wir schauen uns mal das Album an. Das Album an sich ist nicht eingeschweißt, kommt in einem Standard-Schulcase. Hier auf der Seite lesen wir Semicolon, erinnert mich an Renaissance, da hatten wir auch das AE. Dann haben wir hier Credibil und dann hier eben ein Semicolon, also so ein Punktstrich mit dabei. Auf der Seite lesen wir dann auch nochmal in so rum, in weißer Schrift, Credibil bzw. hier Semicolon. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Vega und Moses Pelham, PA Sports, Katie Sophia, Pulse und Motrip. Dann haben wir hier die Credits. Wir haben keinen Barcode und soweit ich informiert bin, gab es diese CD auch regulär nicht zu kaufen. Das Album wirklich nur entweder als Box oder in digitaler Form, aber dieses Album hier in physischer Form gab es wirklich nur in der Box. Gut,
Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. So, die einzelnen Tracks aufgeschlüsselt mit den Infos, wer war daran beteiligt, wer hat produziert, etc. Schwarz, Rot und Weiß, meine absolute Lieblingsfarbkombination. Dementsprechend das Booklet auch sehr gelungen in meinen Augen. Also farblich echt top. Dann hier diverse Fotos. Ah, hier dürft ihr in Las Vegas geheiratet haben. Weitere Tracks. Weitere Tracks. Und hier nochmal Credibil mit Traumfänger Tattoo. Danke Mama. Und dann haben wir hier auch noch eine Widmung bzw. Danksagung. Und zum Abschluss gibt es ja nochmal die detaillierten Credits zum Album. Sehr schön. Gut, dann haben wir natürlich die Album-CD. Diese ebenfalls in diesem dunkelrot-weiß. So sieht das aus. Credibil. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die Instrumentals, die ich jetzt gerade nicht rausbekomme. Mir schießt, dass ich da irgendwas kaputt mache. Ja, also hier haben wir die Instrumentals in Schwarz und Rot gehalten, die CD. Das hat man wieder mal gut gelöst. Man hat hier es wirklich geschafft, die Instrumentals mit in das Standard-Toolcase reinzupacken, auf die Rückseite und nicht in so einem Digisleeve, so einer Papphülle, dass das so rumfliegt. So ist das doch deutlich besser gelöst worden. Gut, dann haben wir Sticker mit dabei und zwar insgesamt 4 Stück. Wir haben hier einmal in Rot-Weiß klassisch ein Semikolon zum Albumtitel passend. Dann haben wir hier einen Sticker in Schwarz und Weiß mit Fick die AfD. Ja, das gab es in der Weselbox schon, der hat sich auch schon ganz klar gegen die AfD positioniert. Credibil jetzt scheinbar auch. Dann haben wir hier einen Sticker mit Credibil, ja, selbst und dahinter dann das Logo. Und dann haben wir noch diesen hier, Hoffnung, Hochwasser, Kopf hoch. Bruder sagt Mama, ich bin los und muss Gold holen. Also hier Textzeilen. Dann eine Autogrammkarte hier in Glanzoptik. Weiß unterschrieben Credibil. Rückseite blank. Und dann haben wir noch mit dabei ein Poster. Relativ klein. So sieht das aus. A3 dürfte das sein vom Format. Ja, A4. Zwei Seiten, Rückseite blank weiß und das Ganze eben im Hochformat. Gut, und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie wir diese Lampe hier zum Laufen bzw. zum Leuchten bekommen. Das möchte ich euch nämlich nicht vorenthalten und euch gerne zeigen. Also wir haben hier an der Seite eben diesen Bauteil hier mit drinnen, der wohl irgendwo zu öffnen sein wird. Ich schaue jetzt mal gerade, ob ich es auf die Schnelle rausfinde. Okay. Ist gar nicht so einfach. Aber hier haben wir es jetzt open. Jawohl, okay. Also, falls ihr die Box auch haben solltet, ich habe es vorher nicht gesehen, aber wir haben hier so einen kleinen Hinweis. Hier steht open mit dieser Richtung hier. Das heißt, man schiebt das Ganze dann hier so auf. Dann kann man den Deckel hier abnehmen. Würde ich mal sagen. Ja, dieser Pappeinleger blockiert natürlich dann auch noch zusätzlich. Ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Und dann haben wir hier eben die 3 Steckplätze für die Batterien. Das werden wir gleich mal erledigen. So, habe ich hier schon gleich 3 Batterien vorbereitet. Da schauen wir mal ganz kurz rein, aber normalerweise ist ja immer Plus
auf der Seite, wo... Ja, also es kann eigentlich nur so sein. Es ist eigentlich immer so einmal, zweimal, dreimal. Ja, es leuchtet direkt. Das kann man dann hier ausschalten. Jetzt lasse ich das mal dabei weg. Gut, fällt zu Boden, soll so sein. Und dann machen wir jetzt mal die Hülle drauf. So, und das Loch, nachdem das wirklich nur mit Batterien funktioniert und nicht irgendwie angesteckt werden kann, ist in dem Fall nicht wie anfangs gedacht für eine Kabeldurchführung. Nein, das ist wirklich nur hier für den Ein- und Ausschalter, den man dann hier an diesem Loch betätigen kann. Gut, wir machen das Ganze mal hier wieder zu. Somit ist die Superhelden-Leuchte dieser Lampe einsatzbereit. Wir drehen jetzt mal ganz kurz das Licht ab und dann schauen wir uns das nochmal in Dunkelheit an. So, als erstes machen wir hier einmal links aus, dann rechts und dann auch noch einmal vorne. Okay, und dann betätigen wir hier einmal den Lichtschalter. Wenn ich ihn finde, so. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier die weiße Box, die hier auf der Vorderseite beleuchtet ist. So sieht das aus. Und dann haben wir hier das rote Credibil-Logo. Schöne Sache. Kann man sich dann ins Regal stellen und natürlich dann entsprechend bei Dunkelheit schön zum Leuchten bringen. Gefällt mir richtig gut. Einziger Kritikpunkt hierbei wäre vielleicht noch, dass man das Ganze nicht regulär mit Kabel, also über die Steckdose betreiben kann, dass es wirklich nur über Batterien geht. Ist auf Dauer dann natürlich mühsam, so viele Batterien zu verwenden. Aber ja, rein von der Idee her echt top. Gut, dann schalten wir das Licht mal wieder an und dieses aus. So, ich werde es jetzt in dem Fall bei zwei Lampen belassen. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Superheldenlampe, diese Leuchte hier mit 3 AA-Batterien zu betreiben. Dann haben wir hier 4 Sticker, allesamt unterschiedliches Motiv, quadratisch. Die Autogrammkarte unterschrieben von Credibil. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat und natürlich das Album an sich, Semikolon inklusive Instrumentals. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, Semikolon von Credibil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Credibil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.